Guten Morgen allerseits und Grüße aus Sibirien. Hier seht ihr mal ein bisschen Arbeit von mir, was ich gerade am Vorbereiten bin. Die Hauptschienen sind bereits fertig montiert, vorbereitet mit allem, was dazugehört. Die ersten drei Hauptschalter auch. Und da oben mache ich weiter. Und jetzt gehen wir mal rum, jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Weil die Hersteller haben mir diese Paketschalter geliefert, so wie es hier liegt. Und ich soll die Schalter mit dieser Mutter hinten an der Tafel befestigen. Da sind Langlöchel drin. Die Tafel kommt dann in diesen Schaltschrank. Jetzt erklär mir mal einer, wie soll ich im Garantiefall beispielsweise, wenn so ein Paketschalter kaputt ist, den ausbauen, einzeln, ohne dass ich die ganze Haupttafel mit allem Drum und Dran Verkabelung demontieren soll? Was ist das für ein kranker Idiotismus? Deswegen habe ich mir Einpressmuttern besorgt und ein Einpresswerkzeug. So kann man jederzeit jeden einzelnen Schalter austauschen, problemlos. Das sind solche kleinen Dinge in der Elektrik, wo dann, ich sag mal, der gute Elektriker sein Köppel anstrengt und sagt, den Scheiß wegschmeißen und clever lösen. Liebe Grüße aus dem Fernsehbien, euer Matze, bis zum nächsten. Hallo miteinander, hier kommt noch die Fortsetzung von dem Elektrik-Video. Also, ein Teil ist schon erledigt. Wie man sieht, bevor ihr aufschreit, warum das immer zwei Kabel sind, hier auch. Ich kann nur das Material verwenden, was ich habe. Und da ich die Belastung berechnet habe, brauche ich einen Mindestquerschnitt plus mindestens 25% Reserve. Und ich habe damit erreicht, dass ich ca. 30 oder etwas mehr Reserve habe, dass keine Erwärmung stattfindet. Natürlich ist alles peinlichst gereinigt, alle Verbindungsstellen. Und jetzt kommt die Frage, weil mich meine russischen Kollegen gefragt haben, wie machst du das so akkurat, dass die alle so exakt die Länge haben, die sie haben müssen und exakt liegen? Natürlich, die müssen noch gebündelt werden, mache ich noch. Dafür gibt es dann hier diese kleinen, wie sagt man auf Deutsch, Kabelstrapse. Ich nehme hier einfach solchen stinknormalen Draht, 2,5er. Biege den exakt so aus, wie ich ihn haben will, dann später, wie die liegen sollen. Und habe somit die Länge. Und somit habe ich auch so gut wie keinen Verschnitt. Man muss beachten, dass die Hülsen sich beim Pressen um 2 bis 3 mm verlängern. Und so habe ich so gut wie keinen Kabelabfall und alles passt am Ende perfekt. Bis zum nächsten. Morgen aus Sibirien von meinem Arbeitsplatz. So, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich bin gerade dabei, die Verbindungsklemmenreihe mehr zur Gemüte zu führen. Allerdings habe ich ein Problem, dass ich an einem Schalter 2 Kabel anschließen muss für eine kurze Zeit. Und da habe ich ein bisschen Platzärger, aber ich kriege das irgendwie hin. Mal schauen. Ich habe hier diese speziellen hochstromfesten Klemmen besorgt. Die gehen bis 160 Ampere bei Kupfer und 145 Ampere bei Aluminium und damit sind die bestens geeignet, damit ich eine Trennung habe zwischen der Kupfervertratung in der Schaltplatine und den ankommenden Aluminiumkabeln. Das werden dann solche hier sein. Allerdings fehlen mir hier auch die entsprechenden Adapter, weil man die nicht so einklemmen sollte. Das ist echt ein Riesenproblem, mir das passende Material zu finden und das, was ich bekommen habe. Da muss ich wieder mal meckern und schimpfen. Es ist einfach so. Jetzt finde ich gerade das Beispiel nicht. Hier habe ich es gefunden.
Das sind solche Kupfer-Aluminium-Verbinderhülsen. Ein Kupferstift zum Einklemmen und hier unten das Aluminium rein. Ja, jetzt sieht man, zu groß. Ich hatte drei Sorten bestellt. 16 Quadrat, 25 und 35. Was habe ich bekommen? Alles 25. So, und der geht nicht rein. Das ist ein 35er. Da muss ich sehen, ob ich sie vielleicht ein paar Millimeter aufbohren kann, was man eigentlich nicht macht. Aber dann könnte ich wenigstens meine Kabeladern vom Null, weil das alles dieses Kabelsieb ist, wie das bei uns heißt. Da habe ich drei Querschnitte, 16, 25, 35 Quadrat. Und die muss ich dann hier in den Klemmen einklemmen, damit ich einen sauberen Übergang habe von Aluminium auf das Kupfersystem, will ich die verwenden. Den Klemmen traue ich nicht über den Weg, dass ich das Aluminium so einklemmen kann, das mehradrige. Ne, da habe ich Bauchschmerzen und hier passt es dann auch. Hier brauche ich zwei, weil ich ein Doppelsystem habe. Das ist so mein Plan jetzt und da werde ich jetzt in den nächsten Stunden mich damit beschäftigen. Natürlich, die Nullschiene ist schon, liegt schon hier, die muss ich noch putzen und bohren und die entsprechenden Verdrahtungen machen. Den Rest haben wir so weit, wie es geht, fertig. So ordentlich und akkurat, wie es geht. Hier oben sind die drei ankommenden Hauptklemmen. Vom Hauptschalter kommt auch Aluminiumkabel an. Und dann werde ich noch drei Verbindungen ziehen auf die Schienen mit jeweils 50 Quadrat Kupfer. Und die Hauptnullklemme habe ich auch nur so einen Block bekommen. Wollte ich eigentlich was anderes haben, aber ist egal, dass ich einen sauberen Übergang kriege. Und dann hier drinnen Aluminium verdrahten will ich nicht. In dem Schrank wird alles Kupfer, weil später alles auf Kupfer umgerüstet wird. Die drei Hauptstromklemmen und die Nullblockklemme sind nur nach eine zeitweise als Übergang von Aluminium auf das Kupfersystem. Und später werden dann von den drei Rammelschienen, die wir hier haben, spezielle 50 Quadrat Kupferadern rübergelegt in den zweiten Schaltschrank, dass wirklich alles rein aus Kupfer ist in der Primärelektrik. Und dann ist das System sauber und funktioniert. Ja, mein Werkzeug liegt noch ein bisschen wüst, aber für russische Verhältnisse ganz ordentlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zufriedenstellen, was ich hier mache, weil immer wieder die Fragen kamen, was macht ein Elektriker in Russland? Ja, einen kompletten Schaltschrank für die Primärversorgung, für die Hauptelektrik neu bauen und dann noch einen zweiten Schaltschrank, wo dann der Stromzähler, die Wandlertransformatoren drin sind, der Hauptschalter, der Umschalter fürs Notstromaggregat und noch eine Signalisierung. Aber das kommt dann, wenn ich soweit bin. Jetzt machen wir erstmal das Ding fertig. Bis zum nächsten. So, noch eine kurze Ergänzung für euch über den Zwischenarbeitsschritt. Ich habe jetzt hier begonnen, diese kleinen Feinsicherungsmodule auf die Platine aufzubringen. Mit DIN-Schiene fest vernietet und dann mit kleiner Sicherung metallischer, ich habe den deutschen Namen vergessen, das ist scheißegal. DIN-Schienen-Sicherungsautomatenhalter oder irgend sowas ähnliches, ist egal. Jedenfalls fixiert. Die oberen vier Stück sind links die Überwachung für die Hauptsammelschienen und die drei für die ersten drei Schalter, Schalter 1, 2 und 3. Und die hier unten habe ich angefangen zu verdrahten. Ebenso, das sind Feinsicherungsmodule. Da kommen Feinsicherungen sandgefüllt rein, 50 bzw. 100 mA. Mal schauen, was ich bekomme. Maximal 100 mA sandgefüllt wegen Kurzschlussschutz. Und die haben den einzigen Zweck, eine Überwachungseinrichtung anzuschließen. Und da das Ganze kurzschlussfest sein muss, diese Module dazwischen. Ich habe nichts anderes bekommen. Aber für unseren Zweck wird es super gut funktionieren. Und zum Anschließen habe ich hier diese kleinen niedlichen Teile. Natürlich markiere ich mir die auch alle wieder gelb, grün, rot, gelb, grün, rot. Wir haben noch beschriftet. Und dann geht es von hier aus den Ausgängen, geht es dann zur Tür, zur Überwachungseinrichtung. Bis zum nächsten. Hallo alle miteinander, Grüße aus Sibirien. So, ich habe die Tür angefangen zu bauen. Ich zeige jetzt noch die Vorderseite.
Das sind insgesamt 3x7 Anzeigemodule für die Spannung, dass man auf einen Blick sofort erkennt, dass das System in Ordnung ist, in normalen Parametern arbeitet, damit auch Nicht-Elektriker die Türe nicht öffnen brauchen und sofort sehen, was los ist. Jetzt gehen wir mal rüber zur Schalttafel. Die Schalttafel ist insoweit vorbereitet, alles, was ich machen konnte. Die Nullschiene kann ich noch nicht setzen. Ich weiß noch nicht, welches Material ich bekomme. Das bekomme ich die Woche noch hoffentlich. Und dann wird entschieden, ob eine Kupfersammelschiene für den Null gebaut wird oder ob wir die entsprechenden Kompaktklemmen bekommen, wo wir Aluminium direkt einklemmen können. Da schauen wir mal, was ankommt. Da muss ich mich überraschen lassen. Das ist leider anders nicht möglich. Das ist eben hier in Sibirien das Problem, immer das Material rechtzeitig zu bekommen, was man braucht, zur rechten Zeit. Und jetzt habe ich euch die Tür mal umgedreht. So sieht es dann am Ende aus. Die oberen drei für den Eingang. Signalisierung, Spannung steht an. Und auch die zeigen auch die Spannungshöhe an. Dann haben wir Linie 1, Linie 2, Linie 3, Linie 4, Linie 5 und Linie 6. Und ich zeige euch dann, wenn das fertig ist, wie es funktioniert. Jetzt habe ich erstmal andere Arbeiten. Ich komme nicht weiter, mir fehlt Material. Bis zum nächsten, euer Matze. Guten Morgen allerseits aus Sibirien. Jetzt kommt noch was, was zu meiner Arbeit gehört. Mit Teplovisa Kontrolle Teplokabel, ob sie funktionieren, also Heizkabel in Abwasserrohren. Das ist ein Abwasserrohr und da drin ist ein Heizkabel verlegt, damit es nicht einfriert bei minus 40 Grad. So, die Kamera funktioniert, meine Füße sind schön warm. Und jetzt schauen wir mal, ob das Kabel funktioniert. Ich würde sagen, ja. Es heizt. Es ist deutlich zu sehen. Bin nicht ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Heute neues Kabel installiert und es funktioniert. Weil normalerweise wäre es jetzt eiskalt, alles blau. Das Wasser ist auch nicht gerade warm, was hier rauskommt. Und damit haben wir es bestätigt. Bin ganz zufrieden. So, bis zum nächsten. Hallo alle miteinander, liebe Grüße aus Sibirien. Wir haben 17.30 Uhr und schon finstere Nacht bei uns und minus 22 Grad Celsius. Das ganze Projekt habe ich innerhalb einer Woche erstellt, den Anhänger, das Spiegelgestell komplett neu gebaut. Die mittleren Teile sind alle beweglich. Die Seiten sind komplett, die nimmt man komplett ab, rechts und links. Alles mit solchen, wie heißen die Dinger, Blindnieten, ja, wahrscheinlich auf Deutsch, Russisch weiß ich's, vernietet komplett einmal rundherum, auch die Bordwände untenrum komplett vernietet, damit der Transport sicher ist und das ganze Kleinzeug nicht an den Seiten durch die Plane drückt oder rausfällt, habe ich Blech gemacht. Natürlich kommt dann noch die Plane oben drüber für alles. Die sind extra lang, damit sie nicht rausspringen. Brauchen wir auch nicht fixieren, die halten durch die Plane dann. Jetzt gehen wir mal rum. So sieht die Seitenansicht aus. Damit die Dinger mir nicht rausspringen, habe ich ja auch überall ein Aluminiumnit reingesetzt. Kann man bei Bedarf ganz schnell mit einem normalen Metallbohrer aufbohren und dann kann man es zerlegen. Ist eine halbe Stunde Arbeit, alle Blindnieten rauszumachen. Und dann funktioniert das. Ja, die ganze Arbeit habe ich gemacht hier draußen. Insgesamt zwei Wochenenden bei über minus 20 Grad. Ich habe es überlebt, ich habe mich gewöhnt an die Kälte. Das hintere Teil kann man auch rausnehmen. Ist kein Problem, ist wirklich nur Schutz, damit nichts durch die Bahn durchdrückt und rausfüllt. Der Spalt hier ist extra, den habe ich mir gelassen, weil hier hinten stehen zwei Benzinkanister und mein Reserverad für den Anhänger, damit ich da rechtzeitig immer rankomme, wenn was ist.
Ja, und wie gesagt, es tut mir leid, ich habe wirklich keine Zeit gehabt, zwischendurch Videos zu machen für euch vom Bau, weil die Zeit unendlich drängt, dass es fertig wird. Der Radkasten ist auch wieder fixiert, ist auch erledigt. Und jetzt kommt die Plane oben drüber mit dem neuen Strick. Plane waschen, Plane reparieren und dann ist das ganze Ding einsatzbereit. Wofür? Wird später. Wenn später nicht erklärt, was das Ganze soll. Ich brauche zumindest jetzt einen stabilen Anhänger für den Transport, wo mir auch Kleinzeug nicht durch die Plane rausdrückt oder durchspießen kann, wie auch immer. Damit sicher ist, habe ich diesen Blechaufbau gemacht. Agatha hat schon Spike-Reifen bekommen. Hier sieht man es. Gute Qualität, Spike-Reifen ist einsatzbereit. Die Hinterachse ist repariert, komplett alles funktioniert. Und in den nächsten Tagen oder Wochen gibt es noch ein paar Videos von der Arbeit und von anderen Kleinigkeiten. Bis zum nächsten, euer Matze. Kleine Ergänzung aus der Garage. So sieht der Spaß jetzt aus. Alle Rissstellen habe ich mit so einem komischen Petrafol-Original aus Deutschland mitgebracht noch. Klebeband, das Zeug klebt wie Scheiße. Wahnsinn, damit kann man wunderbar die Plane vom Hänger reparieren. Klebt wirklich unglaublich. Das ist eine alte Klebestelle, 2 Jahre alt und hält immer noch. Hier war mir mal was durchgesaust durch die Plane von innen. Deswegen jetzt das Blech in und einmal rundrum alles geflickt, neuen Strick reingemacht, selbst gebastelt mit Akkuschrauber. Ja, und so geht's erstmal. Ist der Anhänger erstmal einsatzbereit. Die Plane wird natürlich auch noch abgewaschen, grob, damit ich die Rissstellen finde. Und jetzt mache ich Feierabend und es geht nach Hause. Bis zum nächsten.